Eine Monetarisierung für dieses Video können wir vergessen. Dafür sind diese Boss-Tode zu blutrünstig und kunstvoll grausam. Aber wenn wir über den Verlauf eines ganzen Spiels oder sogar eine ganze Spielereihe hindurch gegen einen ultraharten Gegner gekämpft haben, dann erwarten wir auch einen dementsprechend atmosphärischen Endkampf. Die Bosse in dieser Liste hatten keinen angenehmen Tod, dafür aber einen legendären. Die God of War-Reihe hat viele geniale Bosskämpfe. Poseidon, Hades, Herkules. Kratos legt sich eben irgendwann mit jedem Gott an. Das liegt in seiner Natur. Aber wann erlebst du schon mal die Situation, auf Leben und Tod mit deinem eigenen Vater kämpfen zu müssen? Das gibt es nur in God of War. Bei diesen übermenschlichen Kräften fliegen die Fetzen und ein Gott stirbt nicht so leicht. In God of War 3 muss Kratos immer wieder feststellen, wie zäh ein Gott zu töten ist. Und in der letzten Szene drückst du die Knöpfe, bis du buchstäblich vor Blut nicht mehr siehst, was eigentlich vor sich geht. Kratos ist wohl der Einzige, der in der Lage ist, dem Göttervater selbst den Arsch zu versohlen. Dieser eindrucksvolle Hühne hier, der inmitten seiner Mätressen thront, ist Imlarit, der General der wilden Jagd, die das Land in Angst und Schrecken versetzt. Er hat es auf Ciri abgesehen und er hat Vesemir auf dem Gewissen, unseren Mentor und Freund, der wie ein Vater für uns war. Der Streitkolben von Imlarit ist so groß wie der Mann selbst und Geralt tut gut daran, dieser tödlichen Waffe auszuweichen. Dass wir ihn besiegen, steht außer Frage. Aber wie der General stirbt, erfüllt unser rachsüchtiges Herz mit Freude. Geralt röstet ihn durch die Schlitze seines eigenen Visiers und dann wird sein Kopf von seiner eigenen Waffe zermatscht, zerschlagen wie ein rohes Ei. Ziemlich großartig, wenn ihr uns fragt. Welcome to the graveyard of our creators. In Nier Automata trefft ihr auf Adam und Eva oder Adam und Eve. Nein, es sind nicht Mann und Frau, sondern Zwillingsbrüder. Ja, wir haben genauso geguckt. Und beide sehen aus wie Supermodels, die gerade vom Laufsteg runtergestiegen sind. Zu Anfang lernen wir erst Adam kennen. Doch nach einem kurzen Kampf müssen 2B und 9S zusehen, wie Eve aus Adams Einstichwunden klettert. Was für eine Vorstellung! Es handelt sich um Maschinen, die erst im Verlauf des Spiels beginnen, Unterwäsche zu tragen, da sie sich in Erinnerung rufen, dass Menschen es verstörend empfinden, wenn die Genitalien unbedeckt sind. Beim ersten Kampf haben wir sie noch lange nicht geschlagen. Sie tauchen später im Spiel erneut auf und machen uns das Leben schwer. Erst gelingt es uns, Adam zu töten. Eve erträgt seinen Tod nicht und schwört, jeden und alles zu töten. Nach einer Schlacht, die uns alles abverlangt, schaffen wir es letztendlich auch, den anderen Zwilling zu richten. One last time. Yes. Let's finish this. Erfahrene Gamer setzen den Kampf gegen Isshin den Schwerteiligen aus Sekiro auf ihre Liste der härtesten Bosse, die sie je geschlagen haben. Der Kampf ist lang und hart und er ist der krönende Abschluss eines langen, harten Spiels. Isshin steigt aus Genichiros Körper erst, nachdem wir ihn besiegt haben. Und weiter geht die lustige Fahrt. Der Kampf gegen Isshin zieht sich 3 Phasen lang hin. Der Schwerteilige hält sich selbst nicht an seinen Namen und zieht eine Pistole. Wir laufen die komplette Zeit über, um auszuweichen und müssen Haken schlagen wie ein Hase. In der letzten Phase kommen noch Blitz- und Windangriffe dazu. Unsere Geduld und Leidensfähigkeit wird hier sehr auf die Probe gestellt. Was das Ende von Isshin so besonders macht, ist der Moment, wenn er nach diesem Höllenkampf endlich einknickt und seine Niederlage akzeptiert. Dieser Moment ist wahnsinnig befriedigend und befreiend. Als Doom-Veteran weißt du, wer in Doom Eternal am Ende auf dich lauert. Und auch erfahrene Gamer sind von diesem gigantischen Monster eingeschüchtert. Der Doomslayer hat im Spiel hunderte kleinere Dämonen vernichtet, aber dieses Ungetüm ist eine ganz andere Hausnummer. Vor allem, wenn du ihn auf Ultra-Violence bekämpfst. Ohne die BFG 9000 geht beim Icon of Sin gar nichts.
Fragt uns nicht, warum das Vieh zuerst eine Rüstung trägt. Auf jeden Fall müssen wir sie ihm runterschießen und dann die einzelnen Körperteile wegballern. Das hört sich blutig an, ist es auch. Sind alle Körperteile zerstört, müsst ihr nur noch zu seinem Kopf laufen und ein letztes Mal den Schmelztiegel in sein nun freigelegtes Hirn rammen. Einem Widerling, der dich über mehrere Spiele hinweg verfolgt und dir das Leben zur Hölle gemacht hat, dem gebührt auch ein eindrucksvolles Ende. Das kriegt die Resident Evil-Reihe problemlos hin. Im letzten Kapitel bekämpft ihr Albert Wesker in einem Vulkan. Das allein sollte schon genügen, um ihn zu stoppen. Allerdings mutierte Wesker durch verschiedene Viren zu einem Tentakelmonster und er versucht noch im letzten Augenblick, den Heli mit Chris und Shiva zurück in die Lava zu ziehen. Zeit, schweres Geschütz aufzufahren. Ihr schnappt euch den Raketenwerfer und schießt ihm jeweils eine Rakete ins Gesicht. Das ist hart und ein sehr befriedigendes Ende für einen so mächtigen, bösen Charakter. Makarov, der Hauptbösewicht aus Modern Warfare 3 und seine Organisation, sind für zahlreiche Anschläge verantwortlich. Unter anderem für das Sprengen einer Atombombe, die 30.000 Menschen das Leben gekostet hat, und einen Anschlag auf den Moskauer Flughafen. Makarov ist der Ursprung allen Übels und in Teil 3 geht es ihm endlich an den Kragen. Es wird dramatisch. Er versucht, dir mit einem Hubschrauber zu entkommen. Im letzten Moment schaffst du es, ihn noch zu erreichen, kämpfst mit dem Piloten, streckst Makarov nieder und der Heli stürzt ab. Makarov scheint den Absturz überlebt zu haben. Er versucht, sich zu deiner Waffe zu ziehen. Er bekommt sie und schießt Yuri in den Kopf. Du schaffst es, ihm ein Kabel um den Hals zu wickeln, dann stürzt ihr durch die Decke. Das Kabel bricht ihm hier das Genick. Dieses Ende ist böse. Und es ist für viele noch immer das bestmögliche Ende der Seriengeschichte in Modern Warfare. Der Jubiläus-Bosskampf in Bayonetta ist eines der verrücktesten Dinge, die du je gesehen hast. Das liegt an den absolut übertriebenen Ausmaßen der Bosskämpfe. Da kann höchstens noch Asuras Wrath mithalten, aber dazu kommen wir später. Du kämpfst also gegen ein allmächtiges Wesen. Jubiläus ist gigantisch groß und sie ist wild auf den Kampf. Dieser Gegner ist so übermächtig, sie kämpft nur mit der Kraft ihres rechten Auges. Stellt euch nun mal vor, was passieren würde, wenn sie mit ihrer vollständigen Kraft zuschlagen würde. Bayonetta setzt die Macht ihrer Haardämonen ein und wächst auf ein Vielfaches ihrer Größe. Sie schlägt Jubiläus quer durch das Sonnensystem geradeaus in die Sonne. Das hier ist einer der befriedigendsten, unterhaltsamsten und lächerlichsten Tode, die wir in Videospielen je gesehen haben. Diese Szene aus Asuras Wrath bleibt dir in Erinnerung, da der Maßstab dieses Kampfes alles übertrifft, was diese Liste bisher zu bieten hatte. Die Kräfte, die in diesem Kampf Asura gegen Weisen wirken, kommen einer Bataillon von Atombomben gleich. Asura ist ein Halbgott und sein Rachedurst und sein Hass sind so groß, dass sie seine Kräfte fast bis ins Unendliche anwachsen lassen. Weisen dagegen ist so groß wie ein verdammter Planet. Es wird immer abgefahrener. Weisen ist bereit, Asura mit seinem Finger, der so groß wie Skandinavien ist, zu zerquetschen. Er konnte überhaupt erst so riesig werden, weil er seine Energie aus Milliarden von Menschen gezogen hat. Selbst dieser Fakt kann Asura nicht stoppen. Er sammelt seinen letzten Funken Hass und boxt Weisen so hart, dass der sich in seine Einzelteile auflöst. Wie geil ist bitte Asuras Wrath? Diese Größenverhältnisse sind einfach nur noch utopisch. Danke fürs Zuschauen und erweitert gerne die Liste in eurem Sinne. Wenn ihr mögt, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.